dass 800 Millionen Menschen auf dieser Welt immer noch hungern, das ist eigentlich ein Skandal. Und vor allen Dingen deshalb, weil es nicht nötig wäre, dass diese Menschen hungern. Denn wir haben auf unserer Welt genügend Nahrungsmittel, sogar für 12 Milliarden Menschen. Und wir sind derzeit 7 und noch etwas Milliarden. Dass so viele Menschen hungern, liegt daran, dass wir die Lebensmittel verschwenden und dass wir durch Krieg und durch Vertreibungen nicht die nötigen Nahrungsmittel produzieren. All das könnte anders werden. Und wir haben in den letzten Jahren auch die Erfahrung gemacht, da wo wir Frieden geschaffen haben, da wo Menschen die entsprechenden Hilfen bekommen haben, da gibt es keinen Hunger. Und woanders ist der Hunger wieder gestiegen. Tonnenweise wird bei uns in Deutschland Lebensmittel weggeworfen. Und wir könnten auch durch klimagerechtes Verhalten dazu beitragen, dass die Wüstenzonen sich nicht ausbreiten und an den Meeresrändern nicht durch Hurrikans und Tsunamis fruchtbares Land zerstört wird. Hunger muss nicht sein und wir könnten dazu beitragen, dass alle Menschen genügend Nahrung haben. Und was wir durch Nicht-Wegwerfen einsparen, das könnten wir auch an Geld für verschiedene Stiftungen geben. Auch ich selbst habe eine Stiftung gegründet, Brot für alle Menschen. Diese Stiftung soll helfen, dass kleinteilige Landwirtschaft in den Entwicklungsländern vorangebracht wird. Da ist auch schon einiges geschehen. Auch Landwirtschaftsschulen werden mit dieser Stiftung finanziert, damit Menschen auch das Know-how lernen, damit man auch sich selbst seine Nahrungsmittel produzieren kann. Wichtig ist, dass wir das Unsrige tun, dass die Welt und alle Menschen genügend zu essen haben. Möglich ist es, und wenn wir das uns Mögliche tun, dann wird es auch möglich.